So Leute, es geht wieder los. Elden Ring. Wir hatten ja hier den Dungeon gecleared. Da müssen wir jetzt hier nur rauskommen. Genau, dann sind wir hier. Was ich jetzt noch einmal gucken wollte, ist hier oben. Und zwar, da hatten wir ja diesen Skelett-Dungeon gehabt und wir haben ja echt viele Steinschlüssel. Und hier hatten wir noch so einen Raum, den wir mit einem Steinschlüssel öffnen können. Oh, jetzt haben wir ihn gedodged. Geiles Ding. Da rennen wir da jetzt einfach mal. Ach komm, wir machen eben den. Den Necromancer. Dann fahren die uns nicht ab. Jupp. Auf entspannt. Und dann öffnen wir das Ganze. Oh, da unten steckt schon einer. Und dann holen wir uns das doch. Mal gucken, was es ist. Eine Axt. Opa. So, komm her. Du feige Sau. Mann. Oh, der hat noch einen Dolch dabei. Da haben ihn wir gedodged. Aber ich frage mich, wie? Also wie dodgen wir? Weil ich habe ja jetzt nicht abgewehrt oder keine Ahnung was gemacht. Krummsäbel. Weil eigentlich ist er dodgen Parry, oder nicht? Oder kann man jetzt auch irgendwie mit einem Schlag dodgen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. I don't know. Gucken wir uns eben schnell mal die Axt an, die wir gekriegt haben. Das wäre die hier. Rhesus Axt. Oh, die sieht eigentlich ganz cool aus. Hat die? Ne, die hat keine Fähigkeit. Eine Ritual-Axt. Mit dem Bild von Rhesus. Also das ist das, was da wohl abgebildet ist. Dem Hirten des Todes, der im gesamten Zwischenland Toten den Weg in die unterirdischen Grüfte weist. Okay. Okay. Dann haben wir das hier auch gemacht, was ich hier machen wollte. Dann gehen wir mal weiter. Den Weg entlang. Und irgendwie, desto länger wir spielen, desto mehr hätte ich Bock, irgendwie Doppelschwerter oder irgendwie so einen richtig geilen Axtbild oder sowas zu zocken. Aber ich meine, jetzt nochmal neu anzufangen, habe ich auch nicht wirklich Bock. Oh, hier ist ein Ort der Gnade. Aber ich meine, man kann ja immer irgendwie sich in eine andere Richtung hinskillen. Das geht ja. Aber es dauert dann halt pro Seele, also pro Level, dauert es halt immer länger. Das ist halt das Ding. Okay, dann haben wir jetzt hier noch einen gehabt. Ein Ort der Gnade. Mal gucken, was hier die Orte noch so für Geheimnisse haben. Oh, hier sind diese komischen Reiter. Hier, das wird wahrscheinlich wieder irgendwie so ein Schmiedestein sein, genau. Jo,
Aha. Hier ist nix. Oh, das sind aber große Kristalle hier. Hier sind so Scharfschützenhummer. Ey, man sieht hier auch nichts. Moin, Jungs. Schnell hier rein. Ich schätze mal, dass die einen hier nicht wirklich erwischen. Und hier ist nochmal so eine... Also eine Insel irgendwie, ne? Müssen wir hier runtergehen. Jetzt werden die uns wahrscheinlich nicht mehr verfolgen. Aber hier muss doch irgendwas sein. From Software macht doch nicht ohne Grund hier so eine Insel rein. Ist halt immer so ein Eyecatcher, ne? Okay, Pilz. Jetzt einmal rum. Hier steht doch schon was geschrieben. Vorsicht vor Lügner. Besseres Wesen. Kopf. Wertvolles Objekt. Das klingt doch gar nicht so falsch. Aber ist hier jetzt irgendwie... Illusion oder was? Nee, ne? Eine Illusion haben wir hier nicht. Oh, hier ist aber ein Ort der Gnade. Das hätten wir schon mal. Und von hier aus kommen wir dann auch ganz gut da hoch. So wie das aussieht. Nehmen wir doch mal hier auch den Weg. Ach, hier ist nochmal so ein Turm. So ein Magierturm. Scheinbar. Und wieder so ein Rätsel. Suche drei weise Bestien. Ja, das hatten wir ja schon mal. Jetzt nur die Frage... Lol. Lol. Okay. Oh, die kommen ja von überall. Lol, wie viele? Sind das wieder so, ja, das sind wieder Schildkröten. Eins. Wahrscheinlich sind hier mal wieder ein paar hier im Gebüsch oder so. Hoch und dann runter. Wie hoch und dann runter? Ah, hoch und dann runter. Also die können auch weiter unten sein. Scheinbar. Gut, wir haben
2 von 3. Wir haben 2 von 3. Aber wo ist die 4? Ziel fixieren und dann voraus. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir nicht rein zufällig dem Weg, sag ich mal, folgen, von der, die wir schon gemacht haben. Okay, hier sind noch Leute gestorben. Ich schätze mal nicht, dass hier oben eine ist, oder? Gut umschauen. Ah, da oben! Da hätte ich niemals hingeguckt. Echt nicht. Ich dachte irgendwie, die letzte ist wieder unsichtbar oder man muss am Wasser gucken oder keine Ahnung was. Ich hätte niemals gedacht, dass eine Schildkröte an einem Baum ist. Okay. Hier haben wir wieder Kunst. Ohne Ende Kunst. Kunst, Kunst, Kunst. Gut, dann geht's hier hoch. Hier hoch. Und ich hoffe, dass hier wieder so eine Kette drin ist. Weil dann könnten wir nämlich noch ein Zauber mehr mitnehmen. Und ja, ein Speicherstein. Top. Das heißt, wir können noch ein Zauber mehr ausrüsten. Ich glaube nicht, dass man stirbt, wenn man hier runterrollt. Ja, jo. Aber das ist doch was. Wir können jetzt einen Zauber mehr mitnehmen. Wir können auf Stufen aufsteigen. Oder eine Stufe aufsteigen. Ja, jetzt ist das hier die Frage. Was machen wir? Wie skillen wir? Wie gehen wir weiter voran? Lass uns mal einmal die Waffen angucken, die wir haben. Ja, wie gesagt, ich hätte schon Bock, mehr auf so Schwerter zu gehen. So richtig nice Schwerter. Ja, das sind ja alles nur Dolche. Auch wenn die schon ganz cool aussehen. Kurzschwert, altes Schwert. Ja, die sind ja jetzt auch nicht wirklich gut. Claymore. Ja, sowas wäre schon echt nice. Aber die kann man ja auch nicht, also kann man ja auch nicht mit... Ah, okay, man kann schon die einhändig führen. Ja, so ein Krummsäbel wäre auch ganz cool. Ja, und die würden halt auch auf Geschick gehen, ne? Das Bluten aus, Doppelklingen. Die Äxte, die machen halt auch schon Spaß. Ich glaube, wir packen den nochmal in Stärke rein. Bup. So, auf Stärke.
Und dann Waffen. Wir haben jetzt 13, ne? Weil so eine Sense wäre natürlich auch richtig geil. Der wird halt auch Bluten auslösen, aber er ist halt ballerschwer. Ja, die sind hier alle leicht. Packen uns mal den Meteoritenstab hier hin, einfach nur für den Gedanken. Dann nehmen wir uns das Falchion. Das hat schon eine geile, so ein geiles Moveset. Und hier packen wir uns noch vielleicht ihn hier rein. Ja, sieht jetzt halt übel scheiße aus, aber lass uns das mal ausprobieren, lass uns das mal angucken. Hier könnten wir auf jeden Fall eine Karte aufdecken. Dann machen wir das mal eben kurz. Und dann werden wir hier den Weg des Flusses weiter entlang schreiten. Und hier oben ist auch direkt wieder. Hier wird ja richtig um sich geworfen mit Ort der Gnade. Mit Orten der Gnade. Gut, dann packen wir uns mal das Ding raus. Okay, der ist immer noch aktiv. Aber jetzt verschwindet er. Und holen uns hier die Karte. Karte! Das sieht ja schon mal. Das sieht ja schon mal gut aus. Jetzt werden wir hier lang gehen. Und uns den Flusslauf weiter angucken. Und wenn wir hier halt durch sind, werden wir uns den Teil hier nochmal angucken. Und dann haben wir ja diesen Sumpf auch so gesehen. Komplett geklärt. Ihr könnt mir aber trotzdem gerne sagen, wenn ich hier irgendwas übersehen habe und ihr das wisst, dann hole ich das gerne nach. Aber jetzt sind wir hier wieder richtig, ne? Gut. Was schreibt er hier? Kritischer Treffer versuchen. Das ist ja das, was wir jetzt hier sehen. Gucken wir uns mal ein paar Runenfragmente. Und hier oben ist nichts. Hier unten sind jetzt die hier. Ach schade, ich dachte, das ist wie in Dark Souls 1. Oh, oh. Okay. Also durch deren Parry machen die halt auch nochmal Schaden. Jo. Aber ich muss sagen, das macht schon mega Laune. So mit Doppelklingen zu spielen. Aber muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Aber es fetzt.
Oh, die Keule von dem. Aber es fetzt. Ja. Genau, das gucken wir uns ja alles nochmal an. Dann geht's jetzt für uns hier lang weiter. Genau, hier lang. Okay. Okay. Hier haben wir noch mehr von diesen Sumpfmenschen. Gut, haben wir hier oben noch irgendwas? Oh shit, eine Krabbe. Oh shit, a crab. Das wollte ich nicht. Aber scheinbar hat er uns nicht gemerkt oder er hat einfach keinen Bock auf uns. Aha. Jo, macht einen Last Hit. Anders krank der Angriff. Junge. Chill mal. Jo. Oh, ich hätte einfach durchziehen müssen. Okay, da drunter wollte ich noch einmal gucken, weil da auch mega viele Gegner sind. Gut, erstmal die Runen holen. Kriegen wir ihn hier als erstes weg, so dass wir die anderen gar nicht erst triggern. Ah doch, wir triggern die. Aber uah. Ah, hier kommt Safety First. So, wir triggern einen Hit von ihm. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Junge, diese Reichweite, ne? Ich hab halt... Eis? Auch Eis. Das macht heftig Schaden. Doll. Okay. Wir machen was anderes.
Okay, wir nehmen uns den Catalyst in die zweite Hand. Und holen uns. Das ist eigentlich komplett dämlich. Nochmal. Wir nehmen uns den Catalyst in die zweite Hand und packen uns. Ja, wir haben den eh noch nicht vergeben. Waffe des Gelehrten verzaubert die Waffe in der rechten Hand. Machen den hier. So. Mal gucken, wie gut ich damit klarkomme. Oh shit. Alter, da wollte ich gerade ausweichen. Ah, er frisst ja seine eigenen Dinger. Aha. Erstmal einen Sip nehmen. Gut, der ist tot. Dann gucken wir mal, was sich hier unten versteckt. Und jetzt gucken wir mal. Oh, er macht jetzt anderes Schaden. Hör auf. So, hör auf mit der Scheiße. Lass das doch mal. Nope. Okay. Wieder raus. Ach, Junge, die rasten ja hier richtig aus mit ihrem Gift. Oh Mann. Alter! Wo kommen die denn jetzt her? Also ich muss sagen, mit Magie sind die echt easy. Okay. Was gibt der? Okay. Aber jetzt haben wir richtig wenig Schaden. Fällt mir auf. Puh. Raus. Der ist weg. Es wird weniger.
wird immer weniger. Und ich glaube, wir müssen auch nicht mehr machen. Weil der alte Reißzahn ist das Einzige, was wir hier an Items rausholen können. Gut, dann holen wir uns jetzt erstmal unsere Seelen wieder. Genau. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie viel Schaden wir so machen. Oh mein Gott. Wir machen ja anders krassen Schaden. Und vor allem, weil wir jetzt ein Schild haben. Wir hätten ihn gerade fast komplett gehittet. So, komm ran. Okay. Und rum. Jo, der hat ja eine andere Range. Aha. Und der hat auch viel mehr Leben. Aber das Gute ist, wenn man um ihn so rumtingelt. Er braucht halt so ein Momentchen zu hitten. Oh, da kann man halt zuschlagen, ne? So, langsam werden wir noch ein waschechter Krieger. Okay, da wird jetzt gleich. Ist das da hinten? Nee, ich dachte gerade, das ist ein Dings. So, hier haben wir noch ein Item. Ich dachte gerade, hier vorne wäre noch so ein Ort der Gnade. Aber dem war ja wohl nicht so. Okay. Gehen wir mal hier einmal lang. Köder, Vorsicht vor Köder. Oh Mann. Vorsicht vor Falle. Vorsicht vor Falle, Vorsicht vor Köder, okay. Weiß jetzt nicht, was sie damit gemeint haben. Na, hier ist jetzt auch nichts mehr. Dann lass uns mal hier den Weg entlang gehen. Ah, hier ist nochmal ein Ort der Gnade. Ab. So, die machen wir jetzt eben aus der Entfernung, weil es halt einfach schneller geht. Und Unos. Was will er? Hätte nicht erwartet, dass Angriff. Monster. Okay, wollen die damit jetzt sagen, dass die diese Monster hier nicht kannten? Weil ich meine, wir haben davon ja schon, weiß ich nicht, wie viel gesehen. Preiset was? Poison. Okay, ja, ist klar. Die machen halt Giftgas.
Oh nein. Ich glaube sogar, es ist schlauer, wenn wir Terra Magica aktivieren. Und dann ihn hier aktivieren. Weil machen wir halt mehr Schaden, ne? Nehmen wir nochmal einen. Und jetzt kriegen wir wieder. Gehen wieder auf Schwert. Oh, hier sind ja Massen von denen. Massenhaft. Gut, hier ist aber nothing. Gut, da wird es nochmal hochgehen. Wir werden jetzt hier die aber ein bisschen skippen. Ich habe jetzt keinen Bock, jeden einzelnen zu machen. Ich meine, muss jetzt auch nicht sein. Ah! Eine goldene Saat, die sehe ich doch von hier aus. Eins goldene Saat. Gut, ist jetzt hier. Hat da gerade jemand geredet? Ach ne, es sind hier so Vampires. Gut, geht's jetzt hier noch irgendwie weiter? Hier ist ein Haus und ein Ort der Gnade. Top. Sieht ein bisschen aus wie ein Bergbaudorf hier, ne? Verhülltes Klammdorf. So, hier haben wir auf jeden Fall ein Item. Schmiedestein. Na gut. Geht's hier noch irgendwie weiter, bevor wir da jetzt in dem Klammdorf weitermachen? Oh. Aha. Was gibst du? Ein Barbarengebrüll. Oh. Moin Jungs. Alles klar bei euch? Hier geht's nicht weiter. Und da ist ein riesiger Waterfall. Das heißt, wir müssen wohl hier weiter. Verrat voraus. Rasten wir einmal noch. Und dann geht's los. Warum immer kommt mir bekannt vor. Lügner voraus. Wieso ist jetzt hier Patches in der Nähe oder was? Hä, wie kommt der denn hier hoch? Wie kommst du hier hin? Erzähl mir das mal bitte. Kein Pferd voraus. Elden Ring voraus. Verborgener Pfad. Ja, niemals ist hier ein verborgener Pfad. Okay, hier sind Leute gestorben.
Gras versuchen und dann. Aha. Zu hoch. Nachricht. Oh, das sieht ja mega nice aus. Das erinnert mich so ein bisschen an Skyrim irgendwie. An die Dremar-Ruinen und keine Ahnung was alles. Zeit für dieses Aufgeben. Warum denn aufgeben? Schmiedestein. Hä? Ist das so schwer hier oder was? Feuer versuchen. Ja, das Ding ist, wir versuchen ja jetzt hier so ein bisschen mehr so auf schwer zu gehen. Ja, okay, man macht doch ein bisschen mehr Schaden mit Magie. Aber man prallt halt trotzdem an denen ab. Okay. Also Magie bringt. Also auch wenn man so als Krieger Rüstungs- und keine Ahnung was alles technisch komplett unterlevelt ist. Magie hilft. Gift voraus, Vorsicht vor Falle. Okay. Der war gut platziert. Vorsicht vor Falle. Ach so, weil jetzt hier überall welche sind, oder was? Ach nee, wegen der Falle. Oh shit. Oh shit. Das hier war halt echt eine Falle. Also wortwörtlich. Lol, hier sind überall welche. Inventar. Bup, bup, bup. Gut. Nehmen wir uns hier mal die ganzen Schmiedesteine mit. Hä, wie erkennt man denn die Fallen? Ach so, sind das so diese Kügelchen oder was? Schätz mal. Okay, diese Kügelchen sind also Fallen. Vorsicht vor links. Vorsicht vor links. Gut. Danke, Jungs. Also man sieht direkt, wir haben dieses Zauberdings, also dieses Zauberschwert nicht mehr ausgerüstet, also ist nicht mehr drauf. Springen versuchen. Lügner voraus. Oder Lüge voraus. Lügner voraus. Kein Geheimnis voraus, daher. Die verwirren mich so, ne? Ah, hier geht's nach oben. Ich hätte jetzt gedacht, es geht nach unten. Es geht ja weit nach oben. Okay. Erstens umkehren und dann abspringen etwas voraus benötigt. Ja. Ist hier ein geheimer Pfad oder was? Ja, da ist mal nichts. Hä? Why? Ah, okay, da. Da wäre jetzt ein Item gewesen. Und für dieses eine Item sollen wir jetzt da runterspringen aus. Und ich wette mit euch, wenn wir das jetzt machen, dann gibt es das einfach nur irgendwie so ein. Ja, keine Ahnung. Irgendwie, Schmiedestein oder so. Ja. Großartig. Runter. Wow. So, hier links und rechts können wir halt nicht runter, weil da ja halt die der Aufzug, sag ich mal, dran hängt. Wenn wir halt gegen springen. Ja gut, also man kriegt die Schmiedesteine. Top. Ich
dachte jetzt, es gibt hier irgendwie was richtig Seltenes jetzt irgendwie, wo man drauf achten muss. Schlag voraus benötigt. Oh mein Gott! Okay. Verzaubern. In beide Hände. Und dann gucken wir mal, wie viel Schaden wir machen. Und ausweichen. Bob. So. Dude, Schmiedestein. So. Gesprungener Kristall. So, wir sollten vielleicht nochmal auf die Umgebung achten, wegen Fallen. Gut. Alter. Der haut aber auch rein. Ein richtiges Lichtschild, was wir haben. Gesprungener Kristall. Wertvolles Objekt. Oh, wertvolles Objekt. Vorsicht vor Gegner. Haben wir irgendeinen getriggert? Ne, haben wir nicht. Ah, haben wir doch. Ah, top. Ah, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. So, komm ran. Komm ran, komm ran. Oh, shit. Ich wusste gar nicht, dass es für die Kleinen hier noch so ein... Ah, ich hasse es. Oh, ich hasse es. Und das nur für so eine Kacke. So, gib mir mal einen Sip. Oh, wir müssen echt noch mehr hier drauf aufpassen. Was hier so rumliegt. Zaubern wir mal wieder die Waffe. Weithändig und... So, nehmen wir uns das. Ich glaube, da oben geht's primär weiter. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal lang gehen. Explosionskarabios voraus. Wahrscheinlich. Ja gut. Ah, nee. Okay. Hier haben wir auch direkt einen Ort der Gnade. Das heißt, hier wird es primär weitergehen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zurück. Der hat auch hier echt einen schönen Platz sich ausgesucht zum Sterben. Gut. Da haben wir nochmal sowas. Und hier oben. Da chillen auch noch zwei. Oh nö. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal. Eigentlich wollte ich das hier. Genau. So, der ist tot. Der ist auch tot. Der ist auch tot. Okay, was gibt's hier? Ein Runenbogen.
Schickes Ding. Aber mehr ist hier auch nicht. Gut, dann resten wir hier einmal. Aktivieren. Runter versuchen. Hier runter versuchen. Nein, nicht runter versuchen. Ich dachte, jetzt da unten wäre jetzt wirklich irgendwie was. Man muss ja immer wieder gucken. Aber man kann einfach nicht auf die Leute vertrauen. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Hier haben wir das. Das Ding ist, dass hier halt... Ich wollte gerade sagen, warum können wir die jetzt nicht anvisieren? Mhm. Jo. Goldene Rune. Hier runter springen können wir. Können wir, aber sollten wir nicht. Hier könnten wir springen. Was kriegen wir hier? Kriegen wir sowas? Ah, okay. Ah, okay. AOE. Nö. Ah ja. Wupp, wupp, schnell, schnell, schnell. Runter versuchen, ja genau. Und da sind wir jetzt hier so runtergesprungen. Was haben wir hier gemacht? Opa! Digga, wo kommst du denn her? Goldene Rune. Junge, wo kommt der denn her? Okay, hier kann man auch noch irgendwie lang. Objekt voraus. Hier nicht runter. Okay. Geht das? Ja, passt. Okay. Benötigtes Objekt voraus. Okay. Ich weiß nicht, ich feiere das. Das sieht mega nice hier aus. Sagt er. Wunderschön, aber Vorsicht vor Gruppe. Geht ja hier richtig hoch. So richtig weit hoch. Stille. Ja, natürlich. Wer singt denn hier?
Vorsicht vor Klang. Ist es ein Hinterhalt? Wer singt denn da? Ist das ein Mönch oder was ist das? Gut zuhören. Voraus benötigt und dann erst wieder das Unglaubliche. Lass mir die Schmiedesteine abgreifen. Da oben ist ein Item. Können wir ihn von hier aus machen? Jo. Das ist ein Feind? Digga. Okay. Gut, ist tot. So, gucken wir jetzt erstmal hier. Warum immer Saatgut? Hä? Wo soll denn hier Saatgut sein? What the fuck? Top, da ist er. Gift? Woher kommt denn jetzt plötzlich das Gift? Hey, das ist ein... Das ist ein Dings, ein Vampir? Hat der nicht gerade gesungen? Goldene Rune. What the fuck? Ich dachte gerade, das wäre ein Mönch oder so. Warum ein besessenes Wesen? Bedauern. Ja, schöne Stimme hat es ja gehabt, ne? Das etwas. Unbekanntes voraus. So, hier müssen wir jetzt einmal rüber jumpen, weil da war ja ein Item. Das haben wir von unten gesehen. Goldene Rune. Wuppa. Da sollte man nicht lang gehen. Oh, ich höre jetzt schon wieder irgendwas singen. Und was machen diese Oktopoden hier? Wie kommen die hier hoch? Digga, Digga, chill. Und du auch. Echt, ey. Kein Gegner voraus. Hund. Flughund. So, komm her. Komm ran. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, warum hier die Bergbauarbeiten eingestellt wurden. Objekt voraus. Okay, runter können wir nicht. Das ist ja riesig. So, da geht's nochmal lang. Erstens Aufzug und dann verlorene Gnade. Ach, ist da das Ding, was singt?
Shit. Alter. Warte mal. Oh shit. Jo. So. Oh shit, oh shit, oh shit. Ganz, ganz viele Totenköpfe. Also hier ist nochmal ein Item. Ein Runenbogen. Hier haben wir nochmal so Oktopoden. Weg. Haut ab. Hier haben wir noch ein Item. Schmiedestein. Das sind wohl die alten Bergbauarbeiter. Gut, hier geht's weiter hoch. Was gibt er? Dann lass uns hier nochmal hoch. Erstens umkehren und dann Kontrollpunkt suchen. Okay. Dann lass uns erstmal zum Kontrollpunkt gehen. Wenn das hier schon einem geraten wird. Ich meine, da wurde ja gesagt, hier hoch und dann Ort der Gnade. Gehen wir da halt gleich hin. Ja, okay, der ist halt echt mega nah. Okay. Haben wir activated. Dann lass uns wieder runter. Ah, hier hätten wir fast übersehen. Den hätten wir fast übersehen. Übersehen. Okay. Da wird nichts sein, ne? Nö. Oktopus voraus. Wie kommen die hier hoch? Jetzt mal ernsthaft, Fernkampf versuchen. Zeit für Blutung. Ah, Digga. Müssen wir jetzt ein bisschen sparsamer mit umgehen. Weil ich weiß jetzt nicht, wie weit dieser Weg hier noch uns da hochführt, ne? Ein bisschen die Ausdauer wieder hochhauen. Gut, die beiden sind tot. Was gibt's hier? Schmiedestein. Springen versuchen. Ja, natürlich. Klar, machen wir. Was ist das denn? Ein Schlangengott. Gott-Krummschwert? Ein Gott-Krummschwert? Ein Schlangen-Gott-Krummschwert? Alter! Das klingt ja so nice, das brauchen wir. Hat das irgendwie eine Spezialeffektfähigkeit? Ne, hat's nicht. Oh mein Gott, Schlangen-Gott-Krummschwert, Krumm-Gott-Schlangenschwert, Alter.
Gottschwert der Schlangen, des Todes Schlangengottschwert, Alter. Ich glaube, da hätte ich mich echt geärgert, hätten wir den jetzt nicht mitgenommen. Junge, Schlangengottschwert. Wer will den nicht haben? Was steht denn dabei? Bup, bup, bup. Ein Krummschwert nach dem Vorbild eines uralten Schlangengottes und gleichzeitig Werkzeug eines vergessenen Religion am Gelmir, okay. Einst wurde mit dieser Waffe Opfer dargeboten, heute regeneriert sie mit jedem getöteten Gegner Leben ihres Trägers! Chillig! Das machen wir doch! Ach, ist hier jetzt ein... Oh! Bossfight! Will hier jemand gerufen werden? Schwarzwache. Ja, Digga, komm mit. Ja, Digga, du bist übelst OP, Digga. Nehmen wir uns mal die Schwarzwache mit. Ich meine, so heftig kann das ja jetzt nicht sein. Ist das ein NPC? Sieht so aus, ne? Also ich finde Kämpfen finde ich echt so angenehmer. Why not? Können wir hier trotzdem einen drauf haben. Und dann packen wir uns noch auf den Gott. Noch das drauf. Schlangengott. So, was haben wir hier? Juhu! Oh mein Gott, was ist das? Digga! Junge, was bist du für einer? Hier brennt ja alles! Digga! Junge. Oh, der hat hier so noch ein Schwert. Erstmal hier einen Zip nehmen. Dann hier erstmal weggehen. Junge, 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 Junge. Chill. Er hat uns nur berührt und hat so viel Schaden gemacht. Oh Scheiße. Jo, wir sind tot. Ich wollte gerade noch den Dings beschwören. Ein Geist, aber. Jo, kann man ja gar nicht ahnen, dass da sowas plötzlich da ist. Jo, was war das denn? War das ein Drache oder? Ja, Jungs, kommt mal alle mit, Alter. Ach, kann man nur einen rufen aus? Nee, kann man nicht. Grüßen? Moin. So. Ja, packen wir mal hier noch so einen Magier hin. Mal gucken, was der auslöst. An Gefühlen. Aha. Jo.
mein Problem ist halt einfach, wir sind ja von Anfang an auf Magier gegangen. Und daher ist so ein Boss... Oh, der Magier hält echt gut was aus. Ist halt echt kacke. Erstmal hier die Seelen. Ich würde auch ganz gerne mal ein bisschen mehr Schaden machen. Das fände ich gar nicht mal so falsch, Alter. Nee. Ist das jetzt die zweite Phase oder was? Nur ist er ja richtig agil. Jo. Ja. Uhuhu. Digga. Uff. Oh, Jungs. Jungs, macht ihn einfach. Alter. Ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen. Das Ding ist, wir können ihn eh nicht dodgen. Ist jemand wohl tot? Junge! Wir machen halt unnormal viel Schaden bei ihm. Das war gar kein. So, jetzt die große Frage, glaubt ihr, dass er Gift hasst? Okay. Seid ihr bereit? Okay, mal gucken, wie lange die Qualle aushält. Oh mein Gott. Instant Death. Ja, nein, nein.
Junge! Chill! Jo, die Qualle ist tot. Ich glaube, er wurde nicht vergiftet. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er übelsten Death auf Magie hat. Jo. Nein, falscher Potion. Ja, ist halt jetzt schon entschieden, dass wir verkackt haben wieder. Das wäre der Sieg, ja, natürlich. Wie? Das Ding ist, jetzt haben wir schon wieder verkackt. Okay, der ist cool, der Angriff. Ah, echt, ey. Ja, komm. Wie machen wir das? Wir machen fast keinen Schaden. Wir beschwören jetzt nochmal die Kopflose. Ja, wir beschwören jetzt nochmal die Kopflose und wenn das nicht funktioniert, dann lassen wir das erstmal. Markieren uns den Ort und machen wann anders mal weiter. Aber andererseits, ich könnte jetzt auch die Potions vielleicht anders verteilen. Dann hätten wir im... Na gut, jetzt können wir das natürlich nicht machen. Dann hätte man halt ein paar mehr für FP. Mal hier so ein Ding rein. Okay, die Kopflose ist schon fast tot. Ein paar verschwendete.
Jo. Keine FP-Potions mehr. Oh, geht da aus den Magma-Kack da raus. Ja. Schon haben wir es nicht mehr. Gar kein Bock mehr. Ja, nee. Dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Machen im nächsten Video weiter. Markieren uns hier die Stelle. Und sagen, ja, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Ja, keine Ahnung. Dann können wir hier weitermachen und das hier nochmal erkunden. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.